Jetzt übt das Wirken von Zaubern. Drückt der rechten Zehe, um euren ausgewählten Zauber zu wirken. Wollt ihr den Zauber wechseln, drückt Tab, um das Journal wieder zu öffnen. Es gibt auch Tastenkombinationen für sowas. Klickt auf das Zaubersymbol unten im Journal, um die Registrierkarte Magie zu öffnen. Magie. So, Tierzunge. Kreatur befehligen bis Stufe 5 für 60 Sekunden an Ziel. Ah, kann man aber nur einmal am Tag verwenden. So, Feuerball. Ach, jetzt haben sie es korrigiert. Früher hieß das hier immer heilen und das hier Feuerball. Da war es irgendwie umgedreht gewesen. So, hier haben wir noch die anderen Sachen, die wir gerade bekommen haben. Blitzschlag, Feuerschaden. Hm, okay. So, da hinten sehe ich eine Ratte. Mal gucken. Noch hat sie uns nicht entdeckt. Aber wer sie? Oh. Jo, da war es um sie geschehen. Ich speichere mal ganz kurz zwischen. Gleich bekommen wir noch Besuch, das weiß ich ganz genau. Ich freue mich auch schon ganz doll auf unseren neuen Besuch. Eisenpfeile. So, den Bogen könnten wir mitnehmen zum Verkaufen, aber na gut, so viel bringt er jetzt auch nicht. Die Rüstungsteile würde ich ganz gerne mitnehmen zum Verkaufen, aber die wiegen ordentlich. Mal den Lebensenergietrank mit und den anderen Kladderadatsch hier unten. Den Rest lasse ich einfach mal da. Dafür kriegen wir sowieso noch genügend. So, Ratten sind hier keine mehr. Aber da unten bekommen wir gleich Besuch. Bist nur aus Prinzip gerade abgespeichert. In der Stille wurde... Achso, wir spielen übrigens auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Glaube ich zumindest. Oder habe ich auch schwer gestellt? Ich guck mal ganz kurz. Nee, Mittel. Okay. Allgemeiner Untertitel. Ach, den kann ich ja direkt mal anmachen. Ist vielleicht ganz hilfreich für euch. So, ah ja. Ah ja, da ist unser Freund. Ach, siehst du, die Ratten kümmern sich schon um ihn. So, dann komm mal her, Freund. Ja, Feuer magst du gar nicht, ne? Quatsch. So. Den hätten wir auch erledigt. Gut getroffen. Na, wie geht's dir denn? Na, wie geht's dir denn? Was guckst du denn so lustig? Ich bin ein Zombie. Jetzt bin ich aufs Maul geflogen. So, Knochenschädel brauchen wir nicht, aber totes Fleisch können wir gebrauchen, um Tränke zu bekommen. So, hier haben wir noch eine Rodde. Hier haben wir noch zwei Rodden. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Oh, Pfeile. Ach, guck mal eine an. Was haben wir denn hier oben eigentlich? Ich würde ja mal interessieren, ob man da hinkommt. Hier war auch noch eine Ratte. Da hinten ist sie. Zack. Ah, mal gucken, ob hier unten noch was ist. Nein, ich sehe hier nichts. Ah. Ich finde das schön, dass die Musik sich hier übrigens auch so im Hintergrund hält. Muss man ja direkt mal anmerken. Bei anderen Spielen ist sie immer so dominant manchmal, die Musik. Da muss ich die schon immer runterdrehen. Damit man den Quasselhans hier im Hintergrund noch irgendwie hört. Hier unten bin ich. Holt mich raus! Ich würde ja mal interessieren, ob der irgendwann zurückkommt. Ich habe aber keine Lust, das Ding direkt ins Maul zu bekommen. Achso, hatte ich die gerade untersucht? Schon wieder vergessen. In meinem hohen Alter vergisst man öfters mal was. So, aha, eine Ratte. Nein, du siehst mich nicht. Jetzt noch viel weniger. Oh, aber da ist noch eine. Da sind eine ganze Menge Ratten. So. Was ich ein bisschen schade finde, man kann, glaube ich, nicht, Man kann, glaube ich, nicht, den Pfeil wieder wegnehmen von der Waffe. So quasi wieder zurückstecken. Ui, da unten ist ja richtig was los. Eure Ausdauer ist niedrig. Ja. Jetzt kommen aber die drei Pixel da. Zack. So. Die anderen Ratten kriegen das natürlich mit.
dass ihr Kollege gestorben ist. Du, dein Rumjitz-Zappel bringt dir überhaupt nichts. So. Hätten wir uns darum auch gekümmert. Aber da kommen, glaube ich, noch ein paar Ratten, oder? Das waren jetzt alle gewesen. Weil ich glaube, da drüben ist noch einer. Schade, dass man kein Fernglas hat, ne? Ich meine, zu der Zeit gab es doch schon Ferngläser. Irgendwie so, ich weiß gar nicht, welche Zeitrechnung das umgerechnet eigentlich ist. Ist ja eine andere Zeitrechnung hier, als wir sie kennen. Weil das ist ein Eisenhelm. Och, den Schädel, ja, den könnten wir eigentlich mitnehmen. Oh, guck mal, da kommen wir wieder rausgucken. So, so ein Gemüsegefimmel hier. Das liegt natürlich in einer Höhle rum, wahrscheinlich schon ein paar hundert Jahre. Sieht aber noch genauso frisch aus wie da, wo man es hingelegt hat. Die anderen Reste hier, naja, gut, die liegen mindestens genauso lange da. Nehmen wir das einfach mal mit. Mist, das habe ich so chill genommen. Oh, haben wir noch eine Tomate. Oh, ein Stück Käse. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ein Eisenschild. Okay, den schmeiße ich mal gleich wieder weg. Den fetten Klöppel, da lasse ich auch mal liegen. Ah, haben wir die hier eigentlich schon untersucht? Ja, haben wir. So, hier haben wir noch eine Ratte. Rattenfleisch. So, rostige Streitachse. Eisenachse lasse ich mal da. Da ist nichts weiter. So. Kuckuck. Da war nichts weiter. So, ah, jetzt sind wir hier. Aha, okay. So, hier muss auch irgendwo da hinten sein. Ah, ob ich die treffe? Hopp. Zack. Okay. Die ist, na, die war auch weg. So. Ja, ich hab's gesehen. Hier in der Ecke, hier in der Ecke gibt's immer noch zwei Goldstückchen. Wahnsinnig viel. Sollte man aber immer mitnehmen. Denn Gold braucht man immer. So, da haben wir unseren Eisenpfeil auch gleich wieder. So. Hui! Reflex. So, den Sack habe ich hier beim ersten Anzocken mal wieder voll vergessen gehabt. Ich habe schon ein bisschen angespielt gehabt, muss ich ja mal verraten, aber ich bin nicht wirklich weit gekommen. Ich hatte, naja, werden wir gleich sehen. Ich merke das dann an der, sag mal, an der Stelle nochmal an. Dietrich hier unten, Lebenstrategie. Und Rattenfleisch. So, und jetzt wieder ab in die Hocke. Ach, der A. So, ja, ich weiß, da steht ein Fass, aber da ist nichts Besonderes drin, sondern nur ein bisschen Dunkelbier. Wobei, wir könnten eigentlich verkaufen, kriegen wir 20 für. Nehmen wir mal mit. Gold ist Gold und so viel wiegt es ja nicht. Zum Glück wiegt hier übrigens Gold nichts. Es gibt ja Spiele, zum Beispiel Albion. Ich finde das eigentlich ganz geil, da wiegt auch das Gold was. Das ist schön realistisch an der Stelle. So, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich speichere mal ab. Hui! Dich habe ich jetzt gar nicht eingeplant gehabt. Dann eher den Kollegen, der... Ach so, nee, der kommt... Ach so. Stimmt, der kommt ja erst... Der kommt ja noch gar nicht jetzt. Habe ich mich in der Abbiegung vertan? War hier noch einer? Ich glaube nicht. Nehmen wir mal das Gefinsel hier mit, was hier rumliegt. Ein unreiner Rubin. Jolt, Dietrich. Mal zur Seite hier, Kollege. Ein Silberkelch. Nee, das lohnt sich nicht. So, hier haben wir ein paar Lebenstränke und so weiter und so fort. So, ich nehme mal noch das Pilzgedöns hier mit. So. Hier kommt nichts weiter, hier brauche ich nicht schleichen. Nehmen wir mal das Pilzgedöns hier mit. Und, huch. Ihr könnt den Gegenständen und Zaubersprüchen aus eurem Journal Schnelltasten zuweisen, indem ihr eine Zahlentaste gedrückt haltet und dann auf das Objekt klickt, das ihr dieser Tatsache zuweisen wollt. Mhm. Wenn ihr im Spielverlauf auf diese Zahl drückt, rüstet ihr euch direkt mit diesem Objekt aus. Ja, man muss auch die Steuerungstaste, glaube ich, drücken. Nur eine Zahl bringt's ja nicht, oder? Ach doch, Tatsache. Kann man die Steuerungstaste ja weglassen. Ist das neu? Aha. Okay. Mhm. So, Hund zu munden. Yeah, einen haben wir mitgenommen. Den werden wir noch gebrauchen können. Okay, da ist nichts weiter. Na, wie geht's dir denn? Hallo? So. Holztür zu natürliche Höhlen. Die Tooltips kann ich leider gar nicht vorlesen, weil der viel zu schnell lädt. Wo ich noch einen älteren Rechner hatte, da hätte ich die noch vorlesen können. Da hat der lange genug geladen, aber mittlerweile ist es leider nicht mehr möglich. Einen Pinsel brauchen wir nicht wirklich.
Ja, der Goblin da vorne hat euch noch nicht erspäht. Vielleicht könnt ihr an ihm vorbeischleichen. Um den Schleichmodus einzuschalten, drückt linke Steuerungstaste. Aber wir wollen ja nicht schleichen, beziehungsweise schon. Ihr seht, dass das Fadenkreuz zu einem Auge wird, wenn ihr schleicht. Wenn das Auge dunkel erscheint, kann euch niemand sehen. Je heller es wird, desto näher seid ihr daran, entdeckt zu werden. So, jetzt aber schnell, bevor der abhaut. Hopp! Hopp! Oh, da war er schon weg. Ich dachte, ich brauche noch ein paar Schüsse. So, hier haben wir wieder ein paar Pilze. Oh, da ist ja noch eine Hundsrute. Schau mal einen an. So. Einmal schön in den Hintern. Zwei Dietriche und einen Pfeil kriegen wir zurück. Und jetzt haben wir hier ein paar schöne Sachen. Oh, was haben wir da? Ah, eine Hundsrute. Waldlichtstängelhüte. Ein Gift der Krankheit. Und Novizen, Mörser und Stößel. Damit können wir schon den ersten alchemistischen Unfug anstellen. Ihr habt einen Mörser und Stößel gefunden. Rüstet euch damit aus, um Tränke oder Gifte aus Zutaten mit ähnlichen Wirkungen herzustellen. Eure Alchemiefähigkeit oder Fertigkeit macht eure Mixturen noch stärker. So, also die werden wir auch auf jeden Fall trainieren. Truhe, sehr leicht. Bestimmt verkacke ich trotzdem. Nein! Drei Dietriche, eine Fackel und 20 Gold. Oder zwei Fackeln war es, glaube ich. Jetzt so schnell nicht gesehen. Gebratene Ratte. Rattenfleisch. Davon haben wir jetzt auch schon einiges. Das müssten wir dann mal direkt verwenden. Können ja mal ein bisschen rumexperimentieren mit den Alchemiekram. Zutat hinzufügen. So, Rattenfleisch. Mal gucken, was passt dazu. Totes Fleisch. Schaden Ausdauer. 3 Punkte für 11 Sekunden. Naja, ist ja schon mal was, ne? Kombiniert Zutaten mit ähnlicher Wirkung, um Tränke und Gifte herzustellen. Eure Alchemiefertigkeit verleiht euren Gebräuen mehr Macht. Je mehr Tränke ihr mischt, desto höher steigt eure Alchemiefertigkeit. Die Verwendung zusätzlicher Geräte verstärkt die Wirkung eurer Tränke. Na dann. Ihr habt einen neuen Trank erstellt. So, Rattenfleisch können wir jetzt eigentlich rausnehmen. Mal gucken, was wir noch so herstellen können. Ach, da, entfernen. So, Kirschstück, Ausdauer wiederherstellen. Ah, Lebensenergie wiederherstellen. Ach, der macht Lebens... Ah, deswegen habe ich die immer gesammelt. Lebensenergie wiederherstellen. Okay, muss ich mir gleich mal merken. So, hier kam, glaube ich... Warte mal. Ach so, der Kollege, genau. Ja, komm doch her, hab doch keine Angst. Na komm, trau dich ruhig. Schade, Mist, das hat ihn nicht erwischt. Puh. Es hat im selben Moment geruckelt, da ich gar nicht mehr richtig mitbekommen, was Sache war. Den Bärenpelz würde ich ja gerne mitnehmen, aber der wiegt eine ganze Menge. Na komm, nehmen wir ihn mit, wir verkaufen das ja direkt danach. Hier haben wir eine eiserne Streitaxt. Ich wollte den eigentlich, das ist mir sonst immer gelungen, dass ich den hier in diese Dinger reinlaufen lassen. Wir wollen vielleicht einen Brustkorb mitnehmen. Braucht jemand einen Brustkorb? Brustkorb? Keiner? Nicht? Okay. Dann gehen wir weiter. Ah. Eine Stängelfackel. So, da hinten. Ah ja, hier war die tote Ratte, genau. Und da hinten, ihr seht ja schon da hinten vielleicht die Holzstämme. Da wird es gleich lustig werden. Ich werde mal lieber ducken, während ich hier durch die Gegend schleiche. So, eine Truhe. Dietriche und Eisenpfeile. Wo liegt der im Kopf? Ist das meiner? Okay, noch sind wir nicht entdeckt. Vielleicht hat der eine oder andere sich schon im Augenwinkel entdeckt jetzt, aber... Und, los, 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 los! Zack. Tja, da war es um sie geschehen. Einer hat es anscheinend nochmal versucht, dem Pfeil nach zu urteilen, der hier drin steckt. Aber wir bedanken uns natürlich recht herzlich für den Pfeil, den wir mitnehmen dürfen. Tja, meine Freunde. Macht ihr denn auch, ne? Dietrich, ja, sehr schön. Dietrich, Streitkolben. Nee, der wiegt zu viel. Aber Eisenpfeile nehmen wir mit. So, noch was, den Bogen da, warte mal. 10 wiegt 8. 2. Warte mal, unser Bogen hat jetzt noch eine. Hat 83 von der Lebensqualität her. Lebensqualität.
Nehmen wir mal den hier mit. So. Der ist nämlich ein bisschen, bisschen fresher noch auf der Brust. Truhe, sehr leicht. So. Eisenpfeile. Dietriche. Und Tränke. So. Jetzt wird's lustig. Ich speichere schon mal ab. Was wird uns jetzt hier erwarten? Sieht doch schon sehr dunkel aus. Und die Totenköpfe verheißen nichts Gutes. Wohlan, trauen wir uns. So, ducken wäre auch nicht schlecht. Ah ja. So, der erste ist gefallen. Ich merke schon, ich hatte zuvor einen Breton und einen Kaiserlichen hatte ich zuvor gespielt, wo ich angespielt habe. Und diese Dunkelelfen, Dunkelelfen. Diese Waldelfen sind echt gut im Umgang mit Pfeil und Bogen, merke ich gerade. Zwei Schüsse und der ist weg. Ansonsten sind die bis zu mir hingekommen und haben mich dann erwischt. Muss ich mal aufs Schwert umstellen. Da unten ist noch einer, ich wusste es doch. Ja, der hat es ein bisschen besser drauf. Nein! So, den hätten wir auch erledigt. Jetzt noch den Kollegen da hinten. Den hasse ich ja. Seinem Kackstab. Aber der Stab ist geil, der bringt ihm eine Menge Geld. Na los, trau dich. Komm noch her, komm noch her, komm noch her. Ja! Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht die Ratten auf ihn hetzen könnten. Wo ist er denn? Hallo? Aha, da unten. Aber umso besser, wenn er da unten rumhängt. Werde ich nämlich einfach mal ganz fies. Hopp. Und hopp. Aua. Gleich haben wir ihn down. So, geschafft. Komm her. So, nehmen wir mal gleich einen Trank hier. So, dann wollen wir mal hier alles durchforsten. Eisenpfeile immer gut. Dietrich, sehr gut. Ah ja, mein Lederschild. Sehr schön. Wenn wir gleich mal ausrüsten. Oh, wir hatten ja schon eins. Na komm, wir nehmen das hier. Das hat einen Lebenspunkt mehr. Aber ein Lebenspunkt ist ein Lebenspunkt. Das kann einen schon das Leben retten. 5 Eisenpfeile und Rattenfleisch hat er dabei. So. Der andere war hier hinten, ne? Um den Kollegen da unten kümmern wir uns gleich. Der ist sozusagen... Der ist sozusagen dann das, der goldene Letzte. Das ist mir gerade der Begriff entfallen, den ich eigentlich sagen wollte. Ist ja wurscht. Dann kümmern wir uns noch um die schöne Kiste hier. Zack. Gold, Goldnugget, Reparaturhammer, unreiner Saphir war es, glaube ich, und unreiner Topaz. Ihr habt einen Reparaturhammer gefunden. Rüstet euch damit aus, um mit Hilfe eurer Waffenschmiedfähigkeit, Fertigkeit, eure Waffen und Rüstungen zu reparieren. Beschädigte Waffen und Rüstungen sind weniger wirksam. Es ist also angeraten, sie stets in gutem Zustand zu halten. Na siehst denn, hat's doch was gebracht, dass wir gerade den Schild ausgetauscht haben? Okay. Na nun, habe ich den ein paar Mal nicht getroffen gehabt? Ich glaube ja. 2 Mal, glaube ich, war richtig. Ja, hm. Ja, hm. Da ist auch noch ein Pfeil. So, und jetzt kommen wir mal zu unserem Freund. Erstmal ne... 188? Ach so, dann hatte ich verwechselt mit einem anderen Stab. Aber egal, 188 sind 188. Eisenpfeile. Ein Seelenstein, sehr schön. Oh, sogar mit Stufe. Ein unreiner Rubin. So, dann gehen wir noch zu unseren anderen Freunden hier. Ich habe gerade einen Pfeil gesehen. Tatsache. Zack. 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 So. Guten Tag. Einmal Fleisch einsammeln, bitte. Kimorf kommt zur Fleischstunde. So. Denn, achso, hier kommen wir gar nicht hoch. Aber hier. Dann gibt es da noch eine Kiste. Die schnappen wir uns noch. Und dann geht's weiter.
Dietrich, Reparaturhammer, ein eisernes Langschwert. Nee, wiegt zu viel, wiegt viel zu viel. So. Dann wollen wir mal schauen, was jetzt hier kommt. Die speichern wir gleich nochmal ab. Lieber einmal mehr speichern als zu wenig. Das hat auch gar nicht schon pussig zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich keine Lust habe, irgendwas immer nochmal von vorne zu machen, wenn man irgendwann mal draufgegangen ist. So. Auch wenn ich es lieben gerne nochmal spiele. Gerade bei Oblivion, da liebe ich es ja, irgendwelche Szenen mehrfach zu spielen. Ich rieche, dass hier was nicht stimmt. Aha. Ein Loch in der Wand. Moment. Nee, okay. Mir war so, als hätte ich irgendwas vergessen.